Okay. So, deswegen. Na gut, ich kenne mich ja nicht so mit Counter-Strike aus. Das ist Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, genau. Und ja gut, ich werde vielleicht eines Tages mal das anspielen irgendwie oder so. Oder durchspielen, mal gucken, je nachdem. Meine Freundin gestern hat ja auch schon gesagt gehabt und so, ja, hier, die hatten sich auch gerade über Kingdom Hearts irgendwie unterhalten und so, da haben sie gesagt, ja, hier kannst du Pinocchio und bla und Keks und ich so, okay, gut zu wissen. Komm mal. Also, weiß nicht. Ich empfehle es dir auf jeden Fall mal zu spielen. Auf jeden Fall, aber weiß nicht, man sollte sich halt mit dem Spiel schon verfassen, um es richtig zu verstehen. Wenn man jetzt einfach nur einen Teil spielt, dann sagt man, ja, das Spiel ist gut, aber man verpasst halt sau viel, weil die Story ist einfach Ja, dann fange so ich doch an krass mit dem ersten tiefgründig. Teil, oder wär's nicht? Hä? Das wäre zum Beispiel wieder was, wenn du herkommst. Ich habe ja eine TV-Karte, eine PS3, ich habe den ersten Teil, könntest du denn spielen und Ja, sogar aufnehmen. Sora, vielleicht bin ich da, vielleicht auch noch Dann nicht, ne? Das würde ich auch ist. angucken. Ja, du hast ja zukommen. Ja, du, ich wäre auch lieben gerne da, ne? Aber wie gesagt, wenn das Money noch nicht stimmt zu der Zeit, ist es immer so eine Sache. Ja, klar. Weil, wie gesagt, mit der Bahn will ich nicht fahren, und zum anderen Dings will ich auch nicht fahren. Mit dem Auto bin ich flexibel und kann meine eigenen Pausen selbst machen. Kann vielleicht auch noch Nutten abschleppen. Ich würde ja sonst sagen, dass ihr halt so eine Fahrgemeinschaft gründet. Du und Patrick, aber Patrick kommt ja früher bei Ja. Tage und der ist ja auch legitim, sag ich jetzt einfach mal, da. Und du kommst ja so, ja, also meine Eltern wissen Ja. davon nicht viel. Ja, und ich muss noch wieder gucken, wenn ich da Arbeit habe und wie ich das mit Arbeit regle. Und ach, klar. Irgendwie kriege ich das schon hin, hoffentlich. Ja, das wird auf jeden Fall. Boah, Zombie, geh mir nicht auf den Sack. Okay, ich geh mal Ja, weg. auf jeden Fall lustig, weil Ja, klar, wäre ich habe ne. einiges geplant. Dich auch mal im Real Life zu treffen, wäre auch mal was Neues. Ich treffe nicht so viele Leute im Real Life. Patrick, habe ich ja auch schon mal in Real Life getroffen. Ja, Ja, aber Cooper. das war ja eh bei dir so gesehen In war der Nähe, ja. und Weil er weil dich er nach mich ja Leipzig davor gefahren hat. Na, Dresden Dresden, so. nach Dresden. Dresden. So. Ja, Meine der hat es mir Fresse. angeboten, warum soll ich sowas ausschlagen? Ja. Ich war zwar ein kleiner Umweg von mir zu ihm zu gehen, aber pff, scheiß drauf. Nur mal jemanden persönlich kennengelernt. Und Patrick ist echt jemand, den ich. Weiß nicht. Ich würde ihn als besten Freund einstufen, aber ich habe schon einen besten Freund, mit dem ich mich gut verstehe. Aber Patrick ist so einer, dem kann ich hundertprozentig wirklich vertrauen. Das sage ich zwar zu jedem. Aber hat man ja gesehen, was jetzt hier mit André und dem anderen André und noch anderen Freunden so ist, den kann ich halt einfach nicht hundertprozentig vertrauen. Und dem kann ich einfach tausendprozentig vertrauen sogar. Dem, weiß nicht. Ist halt einfach so. Mit dir habe ich jetzt nicht so viel zu tun. Oh. Ja, jetzt hier so Freunde, ich will jetzt keine Namen nennen. Peter und der Bruder von einem bestimmten, der auch mit A anfängt, weiß nicht, den kann ich einfach nicht vertrauen. Nichts gegen die, aber ich kann ihn einfach nicht vertrauen. Das ist aber einfach so. Ich understand you. Ja. Dann bin ich dein Problem. Ah, stimmt. Ja, mit Patrick mache ich halt den ganzen Tag was. Und mit Patrick kann ich mich vor allem sehr intelligent unterhalten. Ja. Ja, ist echt so. Alter, ich habe 32 Level, ist mir gar nicht aufgefallen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Boah, wachs doch mal Baum. jetzt mit einer gewissen Person rede, habe ich halt immer das Gefühl, als wäre ich der Dumme. Auch wenn ich recht habe, fühle ich mich, als wäre ich der Dumme, weil die Person auf eine arrogante teils und besserwisserhafte Art das rüberbringt, so wie er redet, wie ich finde. Noch ein doofer Baum. Bäumchen, toll. Ja, aber nicht, wenn sie so wachsen sollen wie der eine. Das will nicht. Die wachsen alle immer irgendwie doof. Aber so Ja. gibt's wenigstens Holz. Und du musst erstmal 10 Knochenmehl draufhauen, bis die wachsen, die Vollidioten. Ja. Jetzt hab Ja, ich's. und deswegen kann ich halt Patrick da mehr vertrauen, ne? Ja, ist klar. Ja, was mit dem verstehe ich mich mit dem aus verdammt gut. Aber man kann sich ja mit niemandem perfekt verstehen, das geht einfach nicht.
weil jeder immer andere Erfahrungen hat. That is right. Das stimmt. Und Ansichten hat. Das geht einfach nicht. Wobei, gut, mit Basti verstehe ich mich echt perfekt. Wir haben da echt immer dieselbe Denkweise. Na gut, den kenne ich nicht. Ja, das ist halt mein bester Freund und von einer gewissen Person auch noch. Gewisse Person? Wer könnte das sein? Ja, wo ich dir vorhin im Test ein Bild geschickt habe. Ach so, okay. Zeigt habe. Weil du es ja sehen wolltest, ja. Ich weiß, was du meinst. Ist immer schön ist für dich. Ist ein bisschen eifersüchtig. Ich? Die. Ich ach so. Ist ein bisschen eifersüchtig darauf, dass ich mit dem so gut bin. Finde ich ein bisschen süß. Oh. Ja. Sweet. Ja, aber deswegen ändere ich mein Verhalten zu ihm nicht. Na klar, das ist... Ich hab's jetzt ein bisschen beschränkt, weil sie ihm natürlich wichtiger ist, aber... Ich taste mein Brudi. Verstorch. Ein guter Baum. Es ist ein guter Baum geworden. Ich taufe ihn. Solange er nicht im Haus steht, dass ich ihn nachher abreißen muss, weil ich da bauen will. Nee, der grenzt nur an. Ja, dann ist es okay. Das ist ja egal. Das ist eine andere Zaun. Scheiße. Gut. Mission geglückt. Baum was ist das denn? Gewachsen. Das ist ein Schleim in der Hölle. Oh, wie putzig. Ja, aber kein grüner, ne? Das ja, ist so ein Magma-Slime. Magma, ja. Hab ich gleich getötet mit One-Hit. Oh. Das heißt, in der Nähe ist so eine Nether-Festung. Das kann ich dir mal so sagen. Ja, da bin ich kurz durchgewatschelt. Das ist doch die wir hatten, ne? Nee, eine andere. Oh. Und keine Drohnen oder so? Nee, ich hab die noch gar nicht wirklich inspiziert, boah, wenn ich fertig bin. Ich hab hier. Ja, hier ist so viel netter Quarz. Ich dachte so, oh, ich hol erstmal das Quarz und dann. Ja, anderes ist immer wichtig. Ja. So. Ja. Ja. Gut. Leider nicht. Aber kannst du mal zum Haus gehen? Das wollte ich nämlich eben machen. Kannst du mal. Ja, ich bin im Haus, gut. Und dann mir per Chat schreiben, was die Koordinaten sind, dann schreibe ich die mir mal irgendwie auch separat auf. Okay, unsere Hausmitte ist ungefähr hier. Ist ja egal, einfach irgendwo in Haus, dann schreibe ich okay, mir das mal warte, auf. Okay, warte, ich werde gerade von Spinne penetriert, weil die ja über Dingens Mount klettern können. Okay, X. Achso, ja, schreiben. In, gut. Im Chat, genau. Dann kann ich das gleich nachgucken. Und ich habe jetzt, wir haben ja übrigens gesagt, wir machen so eine Dings, wie oft wer gestorben ist, ne? Da du ja vorhin gestorben bist, weil du ja eben so gesehen AFK warst, habe ich das jetzt mal nicht mitgezählt. Das wäre ein bisschen unfair. Was heißt denn AFK? Durch die Lags bin ich gestorben. Dann ja, da kannst du ja nichts richtig dafür. Der war nicht legitim. Warte, Z ist minus 133. Okay, dann stecke ich mich mal kurz hier so, und mach besser. Mal kurz noch. Bin ich jetzt denn bisher gestorben nochmal? Nee, ne? Nein. Gut. Ich habe jetzt kurz die Koordinaten hier auf, kannst du dann gleich nochmal Dings gehen. Hinter die Hölle. Also in die Hölle rein und da gucken. Was soll ich denn da gucken? Ja, was da die Koordinaten sind. Achso. Weil ich nämlich jetzt vor allem auch ganz weit weg bin. Achso, ja klar, dann hast du es halt, ne? Aber gut, es ist. Ja. Ach, hallo Zombies, ja. Und dass wir halt nicht immer, ja, dass ich dir dann sagen kann. So. Bitte nicht. Ach, fuck du you. Scheiße, habe ich viel netter Quarz. Gut, unsere Haustür. Ruhen Frieden. Scheiß Creeper. Der wartet der geschickt neben der Tür, weißt du? Oh, sowas liebe ich. Und der Zombie fängt auf einmal an, nicht mehr zu brennen. Oh, ich hasse. Also auch wenn die Hölle nur 3 oder 4 verschiedene Blöcke hat, sieht sie schon geil aus. Hat die nicht mehr verschiedene Blöcke? Ja, diesen netter Brick da. Ach stimmt, da gibt's ja noch, von dieser Festung gibt's ja auch noch ganz viele. Ja, dann hat sie mehr auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt halt, man sieht ja nur immer netter Quarz oder diese Dingssteine. Ja, das stimmt. Aber ja, natürlich, die Hölle hat nicht viel, aber das, was sie hat, ist, macht sie schön. So, besser ausgedrückt, vielleicht. Ja, genau. So, bis hierhin, da hoch. Na. Da hoch, dahin. Ich weiß nicht, wie ich so einen Gast besiegen soll. Eigentlich hat er natürlich dieses Zeug da zurückschleudern, aber ich treffe damit nicht. Am Sitzen nimmst du Feuer im Bogen oder du wartest, bis er nah rankommt zum Kuscheln und dann kannst du ihn in die Fresse boxen, ins Auge reinboxen, so. Ja, er will aber nicht Aua kuscheln. Hm. Tja, und das war hier nur ein normaler Stein, ne? Oh! Ne, das war eine Treppe. Ah, leck mich.
Erfolg, ich zurück zum Achievement. Ja, Glückwunsch. Geschafft. Warum ist das lila? Ich habe mit dem Bogen drauf geschossen. Warum ist das lila oder beziehungsweise. Ja, das ist lila. Vielleicht irgendwas Besonderes. Oh, keine Ahnung. Ja, weil halt wahrscheinlich bitte jetzt nichts so. An. So. Ich habe einfach mit einem Pfeil drauf geschossen und dachte mir so, ja, ich töte dich jetzt. Schade, dass dieses Gaszeug da jetzt in die Dings gefallen ist, aber ich glaube, wir hätten dann mit eh nicht viel anfangen können mit dieser Träne oder was das ist. Scheiße. Ja, das stimmt. Na wohl, Tränke. Aber gut, wir machen ja nicht viele. Ja. Bisher nicht viele Tränke. Wir sind eigentlich weit weg von Tränken machen. Ab und zu Heiltränke, ja, schon. Oder Lavatränke, alles schön und gut, aber momentan sind wir eigentlich eher so am. Weiß nicht. Farm? Ich komme jetzt erstmal in die Hölle kurz. Bäh. Oh, Baby! Die könnten ruhig mal irgendwie noch eine Verwendung für Zombiefleisch geben. Außer für Hunde. Weil Hunde können das ja als Hundefutter nehmen, also zu fressen, wenn die verletzt sind. Also. Aber troppen diese Magma-Schleims auch irgendwas? Weißt du da was? Nein. Na egal, dann töte ich die eigentlich total sinnlos. EP. Ja, das bringt mir genauso wenig, weil ich bin der bis 37,5. Du solltest mal was, ne, verzaubern. Ja, ich sollte langsam zurückkommen, aber ich weiß eben nicht, wo diese Festung ist, deswegen. Nein, ich will nicht porten. So. Okay, oh, lange nicht mehr nennen. Du kannst ja in die Hölle. Ja, du kannst ja zu mir kommen dann. Hm. Oder warte, wenn du kommst, bring mir bitte eine Eisenspitzhacke noch mit oder Eisen. Minus. Uah, fuck, ich brenne. X, Y, 53, Z, minus 17. Ist eigentlich easy. So fast am Nullpunkt. Oh, Alter, wie lange brennt man denn, wenn man in Lava ist? Muss man echt aufpassen. Ja, du brennst eigentlich meistens ohne Rüstung bis, glaube ich, ein Herz oder zwei Herzen runter. Danach ist mit aus. Rüstung Game over. Die Hälfte. Also eine Art. Bisschen Pferd in der Hölle. Ja gut, jetzt gucke ich mal ein bisschen die Festung noch an. Ich habe jetzt... Leder ist gar nicht mehr so doof. Da noch zwei Sticks. Leder braucht man noch ganz viel, ja. Ja, ja. Kann man gut bauen. Ach ja, an die Stelle kann ich mich noch gut erinnern. Wo ich gerade stehe, ne? Ja, mit... Wo ich das nochmal in Schwarz-Weiß eingeblendet habe. Da springen wir nicht durch die Spitze. Ach nee, das wird... Das weiß nicht, das wird... Das heitert mich mein Leben lang auf, ehrlich gesagt. Jo. Oh, das ist auch noch netter Quarz. Ach ja, komm, Gas geben, nicht auf den Sack. Bist zwar nicht mal näher, aber du nährst trotzdem mit deinem Geheule oder Geweine oder was auch immer das ist. So. Kommunikation. Ja, so eine Art. Opfer. So, komme ich da irgendwie rüber? Intelligenterweise? Wenn du willst, gebe ich dir die Koordinaten durch. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Lust auf eine Inter. Also dann guckst du es auch für dich selbst. Ich will eigentlich nur ein paar Dingens, Quarz-Dingens farmen, damit ich ein paar Level wieder kriege, weil durch Quarz-Dingens kriegst du ja gut Level. Haben wir eigentlich Soul Sand? Ich nehme es einfach mal mit und diese Netter-Dinger, wie heißen die? Netter-Quarz? Oder? Netter-Warzen. Ach, Netter-Warzen. Ja klar, zum Verzaubern kann man gut gebrauchen. Echt? Okay, ja, dafür dann. Brauchst du auch den Soul Sand als Boden. Okay, dann passt es ja, wenn ich beides hier gerade mitnehme. Ja gut, Soul Sand brauchst du nicht mitnehmen. Haben wir hier in der Nähe und so, dann hast du dein Inventar frei, falls du irgendwie eine Kiste hast und irgendwas anderes und so. You know what I mean? Ich habe aber einiges zum Wegschmeißen und zum Essen. Ja, meistens schmeißen wir immer das weg, was man eigentlich noch irgendwo gebrauchen könnte. Nee, ich habe ganz viel Müll. Das merke ich. Und erstmal muss ich eine Kiste finden. Ich habe jetzt bisher nur ein Dings gefunden. Wie nennt man das? Spawner? So ein... Fuck, wie bin ich denn? Achso. Okay, meine Spitzhacke geht auch bald kaputt. Ach, du bist so ein Schwein, hör auf mich ja anzugrunzen. Hier war ich schon mal, hier war doch der Spawner. Ja. Ja. Hat's jetzt eigentlich wieder auf das Trickern? Ja. Oh, Sonne scheint, bisschen geht nicht mehr.
Ja, ich konnte heute auch mal in die Longboard fahren. Bei uns hat es gestern brutal gewittert. Ich so, sag mal, sind das gerade Geräusche von Counter-Strike? Ich so, hä, was ist denn jetzt los, du? Und auf einmal gucke ich raus. Weltuntergang! Ja, hatten wir Aber schon. richtig. Ja, klar. Das hatten wir auch mal vor kurzem noch gehabt. Aber können sich Places vereinen? No. Not Bin really. ich